Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und heute geht es um die Yoga Junkies Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich im März hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Unboxing wird tatsächlich jetzt nicht ganz so emotional wie letzten Monat, denn ja, da durfte ich ja tatsächlich an der Box auch mitwirken. Ich verlinke euch das Video auch mal oben im i. Und ja, die Yoga Junkies arbeiten ja mit mir zusammen. Das heißt, ich darf jeden Monat eine Box hier in diesem Video auch vorstellen und euch die Box vorstellen. Die bekomme ich, wie gesagt, in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an Hannah und Tyler. Ihr seid einfach der Wahnsinn. Ihr seid geil, seid cool und ich habe euch richtig lieb, tatsächlich. Ja, genau. Und die kostet zwischen 39,99 und 49,99, je nachdem, welche Aboform du so wählst oder ob du sagst, ich möchte die einmalig halt nur bekommen. Du kannst auch meinen Code Claudi10 verwenden. Da sparst du dann noch ein bisschen was dran. Das ist ein Affiliate-Code, das heißt, ich verdiene da tatsächlich auch eine kleine Provision dran. Ne? Genau. Genau. Ich will reingucken. Komm, wir gucken mal zusammen rein. Das ist auch tatsächlich der Versandkarton. Also die Box an sich ist der Versandkarton. Ist ziemlich cool. Und ich habe den hier unten mal eben Fingernagel aufgemacht. Und hoch klappe ich den Karton mal hoch. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Das sieht immer so richtig schön aus. Und ja, ich habe als erstes hier ein Kärtchen drin. Namaste. So rum. Hannah und Tyler sind hier drauf. Liebste Claudi, und ich habe ein Herzchen daneben. Die wunderbaren Produkte in unserer Natural Living Box helfen dir dabei, deinen persönlichen Weg zu einem natürlichen, gesünderen und nachhaltigeren Leben zu finden. Och, cool. Wir wünschen dir ganz viel Freude mit deiner Box. Lots of love, Hannah und Tyler. Und dein Yoga-Junkies-Team. Dankeschön. Ganz viele Herzchen. Das ist schön. Das ist handgeschrieben. Das freut mich. Okay, hier haben wir tatsächlich dann das Yoga-Mag, das Yoga-Junkies-Magazin. Da sind die ganzen Produkte nochmal aufgeführt. Oh, guck mal. Und haben hier dann auch wirklich die ganzen Produkte nochmal in Übersicht. Wir haben hier die, ich sehe hier schon richtig viele coole Produkte drin, Leute. Genau, die Preise sind da auch mit aufgeführt. Die kann ich euch dann auch entsprechend einblenden. Mega geil. Und ja, das ist ein schönes Cover, ne? Richtig schön. Darauf hätte ich jetzt auch tatsächlich gerade richtig Bock, mich irgendwo an den See zu setzen und in die Ferne zu blicken. Aktuell ist es noch ein bisschen kalt bei uns. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber wir haben hier echt noch dicker Pulli, dicke Jacke Wetter. Genau. So. Hier habe ich einen 20% Rabattcode für Clanny oder Cleany. Das kenne ich so nicht, werde ich gleich wahrscheinlich entdecken. Dann haben wir hier Wood Jewelry Manufactured in Austria. Also die Box selber, die Yoga Junkies Box, kommt auch aus Österreich. Und die richtet sich an alle Yoga-Lover oder an alle, die diesen Yoga-Vibe spüren wollen. Also hier geht es jetzt nicht wirklich nur um Yoga, um Sport, um, keine Ahnung, Fitness oder so, sondern es ist eine Lifestyle-Box. Das heißt, wir haben hier auch so ein bisschen Produkte drin, die einen, wie hier ja auch schon geschrieben ist, für einen natürlichen, gesünderen und nachhaltigen Lebensstil. Sowas, ne? Und das finde ich ganz nice. Versuche ich aktuell auch wirklich mehr drauf zu achten. Ich trinke mehr Wasser. Ich versuche mich mehr zu bewegen. Ich, ne? Versuche das. Ob ich das hinkriege, ist eine andere Sache. Aber ich versuche es. Let's Talk Trash. Emblematics. Okay. Oh, guck mal. Da gibt's. Oh. Na, da bin ich ja aktuell so ein bisschen angefixt von, ne? Seitdem ich meinen Influencer, hier, nee, Instagram-Markentest-Video hier oben gemacht habe, bin ich echt ein Fan von diesen Sportswear-Geschichten. Das kenne ich noch gar nicht. Ambiletics. Sagt mir gar nichts. Muss ich mir mal angucken. Dann haben wir hier das erste Produkt aus der Box und zwar ist das Carpe Diem. Kostet normalerweise 5,40 Euro. Für immer jung. Wie Intervallfasten frische Zellen zaubert. Okay, Intervallfasten, mhm. Da muss ich mich, also ich werde mich hier ein bisschen durchlesen. Oh Gott, das ist alles so gesund, selbst das Papier fühlt sich natürlich gesund an. Das ist, irgendwas kommt hier gerade in mein Gesicht. Was ist das? Ein Booklet, Freude schenken. Oh, ich liebe es, wenn Geschenke so schön eingepackt sind, ne? Okay, backe alle Arten von Brot. Okay, ich bin kein Backmensch. Kochen kann ich, backen nicht. Ich liebe Druckerschwärze. Ich bin ein Freak. Okay, wow. Leute, zieht euch das mal rein.
Ne? Da wurde jeder Millimeter echt gut ausgefüllt. Richtig geil. Und die Produkte sind immer schön eingepackt. Das kommt gut bei einem zu Hause an. Okay, womit starten wir? Die hatte ich, glaube ich, schon in meiner in meinem Weihnachtsgeschenk drin, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist, glaube ich, die Flasche von den Yoga Junkies, die Trinkflasche. We come, we flow, we love. Und das, ja, eine Stainless Steel Water Bottle. Also die verwende ich auch super gerne tatsächlich. Tatsächlich. Das ist nämlich so pulverbeschichtet und die finde ich so großartig schön. Die kann man auch im Yoga Junkies Online Shop selber kaufen. Und ich hatte die ja in meinem Weihnachtspaket mit dabei, was ich echt cool finde. Und ja, die ist in reger Anwendung. Ne? Das ist so eine Thermoflasche. Finde ich klasse. Da kann ich mir meinen Tee reinmachen. Na, da kann ich aber auch mein Wasser reinmachen und das dann gekühlt trinken. Ne? Mega geil. Finde ich echt toll. Also das stelle ich mir auch schön vor, wenn man irgendwann mal, wenn Sommer kommt, picknicken geht. Ist immer so laut Stahl, ne? Wenn man irgendwann mal joggen geht, was ich sehr häufig nicht mache. also, ne? Klasse, finde ich praktisch, finde ich toll. Und hier ist auch ein Sticker, Yoga Junkies Aufkleber mit dabei. Da ich die schon da habe, wird entweder mein Freund die bekommen oder die wird demnächst verlost werden. Aber ich finde die schön, wirklich. So. Jetzt haben wir Clanny Glas. Das ist ein Drop für irgendwas. Also entweder ist es ein Saubermachding. Muss ich mal in dem Heftchen nachgucken, was es ist. Wir hatten ja schon die Werbung dazu dabei, ne? Was bist du? Ein Glasreiniger-Set. Unser kleine Glasreiniger ist für Fenster und Glasoberflächen geeignet und duftet wunderbar nach Aloe Vera. Ach cool. Das Prinzip ist einfach, Leitungswasser einfüllen, Clean Tub, hinzugeben und nachhaltig putzen. Das habe ich schon mal gesehen und auch gekauft. Von Denkmit gibt sowas nämlich auch. Also wir benutzen das auch tatsächlich fürs Badezimmer und als Multiflächenreiniger. Das, was wir aber von Denkmit haben, da hat mein Freund gesagt, ja, das kannst du zum Putzen verwenden, weil der ist hauptsächlich derjenige, der bei uns putzt. Hey, ich habe andere Qualitäten. Nein, ich mache hier die Wäsche und so. Also wir haben uns die Aufgaben hier super eingeteilt tatsächlich. Ne? Genau, das hatte er verwendet und er sagte, so, wenn du richtige krasse Verkalkung hast oder so, ist es nicht so gut. Aber wenn es ein Glasreiniger ist, den haben wir nämlich noch nicht. Das ist praktisch. Die Putzmitteltabs sind Flusstix zertifiziert, sagt mir nichts, ohne Mikroplastik, leicht biologisch abbaubar und vegan. Außerdem werden die Tabs in Deutschland produziert für mehr Sauberkeit und weniger Plastik. Das finde ich cool. Und zu diesem Tab gehört dann auch diese Flasche. Ja, das ist schön, ne? Guck, dann haben wir jetzt auch noch einen Glasreiniger. Und das ist eine Sprühflasche. Sehr geil. Das kann man dann gut verwenden, ne? Ja, wird ausgetestet. Siehste, Lifestyle-Box. Sowas ist halt, ne? Also bislang haben wir hier nichts dabei, was jetzt explizit auf Sport oder sowas ausgerichtet ist. Wir haben hier zwei Beutel drin und die hatte ich, oder solche Beutel habe ich auch schon da. Und zwar kann man die verwenden, wenn man einkaufen geht. Dann braucht man sich nämlich nicht diese Plastiktüten bei der Obsttheke mitnehmen, Obst- und Gemüsetheke, sondern kann da seine Produkte reinmachen. Jetzt weiß ich, was das ist. Und hier ist es auch abgebildet. Patch Aktiv... Nein, nicht Aktiv Kohleförster. Mehrweg Einkaufstaschen aus 100% Bio-Baumwolle. Ja, und das finde ich toll. Die habe ich auch schon mal verwendet, um sie in die Waschmaschine zu geben und da meine Abschminkpads zum Beispiel drin zu reinigen. Mittlerweile habe ich solche Beutel dafür wegen diesem Mikroplastikgedöns. Das hatten mir auch welche in die Kommentare geschrieben. Dass man sich da andere Beutel holen sollte, die halt feinmaschiger sind, damit auch wirklich das Mikroplastik nicht ins Grundwasser gelangt. Und das habe ich jetzt beherzigt und die werden dann bei mir eingesetzt und die hier werde ich dann wirklich zum Einkaufen mitnehmen. Denn wir verzichten ja weitestgehend auf diese ganzen Plastiktüten, die man sich bei den Supermärkten halt so kaufen kann, ne, wenn man seine Sachen verstauen möchte. Ich habe auch immer meine Mehrwegtaschen mit dabei, die in der Handtasche drin sind. Aber bei der Obst- und Gemüsetheke bleibst du dann trotzdem noch stehen und denkst dir, ah ja, Mist. Ne, dafür hast du halt nichts mit dabei. Und hier können dann halt die Kassierer an der Supermarktkasse direkt auch durchschauen und sehen, was drin ist. Ne, das ist auch immer super wichtig. Und deswegen kommen die auch direkt in unsere Einkaufstasche mit rein. Das ist eine große und eine kleine Tasche. Und das finde ich praktisch. Ne? Finde ich wirklich cool. Und die werden mitgenommen. Wenn du dir mal eine Gurke holst, ne, die Gurken sind meistens tatsächlich auch noch eingeschweißt. Wenn du dir Möhren holst oder wenn du dir Paprika oder sowas holst.
1A. Das bin ich mitgedacht, tatsächlich. Tatsächlich. Ja. Heute, ach Quatsch, eben habe ich das ja schon vorgelesen. Und zwar Bambuspflaster Patch. Für sensible Haut, kompostierbar, natürlich und atmungsaktiv. Hier sind 25 sterile Baumwollpflaster drin. Ich habe witzigerweise vorgestern noch mit meinem Freund darüber geblödelt, dass wir aktuell ziemlich viele Pflaster haben. Wir haben nämlich, irgendwann hatten wir keine Pflaster da. So. Und zu dem Zeitpunkt, Murphy's Law und so, haben wir uns ultra häufig geschnitten beim Kochen. Oder wir haben, keine Ahnung, irgendwas gehabt, ne, ein Ratscher oder so. Oder wir haben draußen mit Sammy gespielt und das war alles ein bisschen zu rabiat, sodass er uns dann gekratzt hat und man dann da irgendwie ein Pflaster drüber machen musste oder so. Und da sind wir dann beide gleichzeitig losgegangen und haben sehr viele Pflaster gekauft. Gleichzeitig hatte ich dann auch noch in verschiedenen Beautyboxen Pflaster drin. Und dann haben wir letztens noch darüber geblödelt, dass wir ja, seitdem wir so viele Pflaster haben, uns, toi toi toi, nicht mehr irgendwie geschnitten oder sonst was haben und deswegen eine irre krasse Pflastersammlung haben. So, genau, weil er wollte was bei einer Apotheke holen und hat dann scherzeshalber gesagt, ich könnte ja Pflaster mitbringen, ne? Genau. Ergo, wir haben aktuell sehr viele Pflaster da. Die hier haben wir tatsächlich, Gott, jetzt achte ich selber drauf, ne? Selber da, weswegen wir die jetzt auch gerade nicht noch in Anwendung nehmen werden. Aber ich finde es gerade ultra witzig, dass genau die jetzt in der Box mit drin sind. Die sind gut, die sind auch so ein bisschen aus so einem speziellen Faserstoff, was mir echt gut gefällt. Und die haben wir auch schon öfters mal verwendet dann, ne? Ja, aber brauche ich jetzt gerade leider nicht aufgrund von Pflasterflut. Wirklich geil, wir haben öfters mal Schmuck mit in der Yoga Junkies Box. Und hier haben wir von Idol, lass dein Herz dein Kompass sein, wünsch dir was. Schließe deine Augen und wünsch dir was. Nee, schließe deine Augen, wünsch dir was und knote das Armband um dein Handgelenk. Eines Tages wird sich dein Glücksknoten lösen und dein Wunsch in Erfüllung gehen. Das habe ich auch schon mal gehört. Das finde ich so schön von der Idee her, ne? Also nimmst du das Armband, legst es um deine Hand, knotest das zusammen und wünschst dir in dem Moment was. Und dann ist es Wochen, Monate, wie auch immer, um dein Handgelenk drum zu. Und sobald sich der Knoten löst, soll der Wunsch angeblich in Erfüllung gehen. Finde ich total süß vom Gedanken her. Und das habe ich jetzt hier in so einem Weinrot vom Band her. Dann ist es ein Holzherz und links und rechts sind so silberfarbene Perlen drum. Das ist schon süß. Aber sowas ist perfekt zum Verschenken. Das ist ein gutes Geburtstagsgeschenk, ne? Theoretisch, das ist ja ein Geschenk an einen selbst, hier die Box, ne? Das ist schon süß. Ja, aber ich packe demnächst für eine Freundin ein Geburtstagsgeschenk und ich glaube, das packe ich da mit rein. Dann wird sie sich freuen. Ja, die liebe Sandra. Du weißt von nichts, falls du das siehst. Genau. Was ist das? The Rainforest. Save the Rainforest with your organic Maki Powder. Inner Beauty. Sagt mir so nichts. Hier sind 10 Gramm enthalten. Das ist so ein, ja, biologischer Beutel und da ist halt was drin. Was ist das? Man hätte entweder das drin haben können oder Bio-Guarana-Pulver. The Rainforest Company produziert nachhaltige Acai-Produkte, welche nicht nur gesund, sondern auch gut für den Planeten sind. Ich glaube, Acai hatte ich schon öfters mal in diesen Riegeln mit drin. Ne? Ich glaube, in denen von Spoons of Taste müsste auch Acai mit drin sein. Mit dem Kauf der veganen Produkte wird der Schutz des Regenwaldes unterstützt. Bio-Maki-Pulver. Bist du Bio-Maki? Ja, du bist Bio-Maki-Pulver. Die Beere mit brombeerartigem Geschmack ist gut für das Immunsystem, hat eine Anti-Aging-Wirkung und hemmt Entzündungen. Das ist cool, aber wie konsumiere ich das denn? Juice? Nee, weiß ich nicht. Ich denke, das rührt man sich irgendwo mit rein, oder? Hätte ich jetzt vermutet, denn hier steht es jetzt leider nicht mit drin, wie das zu verwenden ist. Muss ich mal gucken. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass du es einfach übers Müsli machst oder so, ne? Wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen einfärben. Doch, so nett. Für innere Schönheit. Und das ist halt, da muss ich kurz nochmal nehmen. Das ist halt das Praktische. Du hast hier wirklich nur das drin. Also Ingredient Whole Organic Maki Berries. Also das sind halt wirklich, ich denke, getrocknete Beeren oder gefriergetrocknete Beeren. Pulver, rein damit. Mehr nicht, kein Rampampam. Und das verstehe ich auch unter einem Nahrungsergänzungsmittel für innere Schönheit. Also für, es gibt so viele Nahrungsergänzungsmittel, die dir versprechen, schön zu werden, Leute. Ne? Über Abnehmpillen will ich jetzt gar nicht
mich auslassen, aber was da überall manchmal für eine Rotzepampe drin ist. Und hier hast du es wirklich einfach komprimiert und ein Inhaltsstoff. Finde ich wirklich geil. Dann habe ich hier so ein Snack to go. Wir haben auch öfters mal Foodprodukte drin von Seeberger. Mandel-Cranberry-Mix ungesalzen. Knackig und fruchtig. 50 Gramm sind hier enthalten und sowas mag ich gerne. Das werde ich mir morgen zum Frühstück essen. Sowas kann man sich auch total super ins Müsli, ich bin wieder beim Müsli, ne? Beim Müsli reinmischen und hast dann so ein bisschen einfach noch was Fruchtiges durch die Cranberries mit dabei. Ein bisschen was Gesundes, ne? Das ist nicht dieses klassische Studentenfutter mit zig Milliarden Kalorien, ne? Das geht eigentlich, ne? Und Mandeln sind gesund. Mandeln sind, glaube ich, auch gut fürs Gehirn oder so. Irgendwie so, weiß ich nicht, aber finde ich cool. Ne? Nice. So, einen habe ich noch. Und das, da muss ich nur aufpassen. Denn immer wenn ich Trockenfrüchte habe, ich liebe Trockenfrüchte. Das ist echt immer so eine Sache bei mir. Ne? Aber ich habe dann so eine ganze Packung da auch von Seeberger gerne tatsächlich. Tatsächlich. Und die esse ich in einem Rutsch auf. Ist für die Verdauung eher problematisch. Muss man aufpassen. Und hier habe ich Bio Jackfruit, getrocknete, reife Jackfruit, süß, exotisch, wow, geil, finde ich wirklich geil. Und dadurch, dass du es halt pur drin hast, diese Frucht an sich, ist es noch ein bisschen süßer vom Geschmack her meistens, ne? Und oh, ich mag sowas so gerne und das ist halt Jackfruit. Und Jackfruit hast du jetzt nicht so ultra häufig irgendwo im Essen drin, deswegen geil, dass das so exotisch ist. Ja, wird dann demnächst auch einfach genascht, ne? Das kannst du super als so Snack essen und ich snacke so gerne. Ich snacke gerne Chips und Schoki, das sind echt so meine Achillesfersen, sag ich mal. Achillessehnen. Irgendwie so. Und ja, geil. Ne? Ja, Fräuchen hat da Bock drauf, Sammy. Soll man riechen? Genau. Jo. Und jetzt haben wir hier einmal die Box geleert und haben hier nur noch rosa-rotes Krüppelpapier drin. Ich fand die Box cool. Wieder. Ne? Also natürlich muss ich gestehen, dass mir die Box im letzten Monat besser gefallen hat. Ganz ohne, ne, persönliche Meinung. Nein, ich finde die Box jetzt aber auch schon wieder geil gestaltet. Du hast, das Einzige, was mir persönlich halt ein bisschen fehlt, sind dann diese Beauty-Produkte, ne, diese Pflege, bla, Gedönsen. Aber dafür haben die letzten Monate halt da die aber reingehauen, weil es, ne, halt die, ja, Sweet Love Box war, Leute. Und ja, aber ich finde, hier hast du halt praktische Produkte drin, die wirklich gut im Alltag einsetzbar sind und wo man nicht sagt, ach, was ist das denn? Ne, das sind halt alles Produkte, die du ganz normal in deinen Alltag integrieren kannst, was vielleicht auch so ein bisschen etwas in deinem Alltag austauschen kann, was du vorher verwendet hast und alles ein bisschen grüner gestaltet. Finde ich ganz schön und deswegen, ja, also der Weg zu einem natürlichen, gesünderen, nachhaltigen Leben ist hiermit definitiv gegeben. Also Hannah und Heile, habt ihr wieder klasse gemacht. Mir hat es richtig gut gefallen. Und ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.